darf ich bitte eine Katze haben? Bitte! Wir haben eine Katze zu Hause. Oh, wirklich? Sieh dir dieses Schnuckelchen an. Das ist nur ein Spielzeug. Oh, ich wünschte, du wärst echt. Egal, waschen wir dich. Oh, du lebst! Katzen hassen Wasser. Warum machst du das? Grace, ist hier irgendwo eine Katze? Eine Katze? Nein, Dad, ich habe nur gespielt. Dad muss das ja nicht wissen. Du bleibst bei mir. Warte hier, ich baue dir ein Haus. Fangen wir an. Bye, Kuscheltiere. Ich brauche Platz für Quinny. Dich brauche ich auch nicht mehr. Bye. Das wird ein richtiges Schloss. Natürlich muss sie pink sein. Und der letzte Pinselstrich. Und fertig. Ich frag mich, was für einen Boden sie mögen würde. Dieser Grasteppich ist perfekt. Perfekt für sie. Oh, meine Gadgets sind da. Danke, Lala-Lieferung. Katzen mögen Boxen. Die werde ich recyceln. Ich habe da so einen 5-Minuten-Tricks gesehen. Sie muss von ihrem Haus alles sehen können. Sie braucht auf jeden Fall also ein Fenster. Und nun klebe ich die Boxen zusammen, um Zimmer für sie zu machen. Sie wird viele gemütliche Zimmer haben. Katzen lieben Gemütlichkeit. Oh ja, Quinny wird einen Teppich brauchen. Und natürlich male ich das Ganze schick an. Dieser Türrahmen ist wirklich perfekt. Oh, das sieht so süß aus. Wow, Pink ist meine Lieblingsfarbe. Du hast exzellenten Geschmack. Oh, Katzensticker. Damit sie sich nicht so alleine fühlt. So süß, der ganze Tunnel ist voller Freunde. Wie würde es sich anfühlen, süße Menschenaufkleber in meinem Zimmer zu haben? Dad würde das lieben. Schade, dass er es nicht wissen darf. Fertig, das perfekte Haus für sie. Woohoo! Später wird sie noch ein anderes Häuschen brauchen. Sprudelwasser für die Königin. Ja, ja. Das ist so einfach zusammenzubauen. Und fertig. Yay! Aber wo soll ich den Brunnen hinstellen? Ich weiß, Katzen lieben doch Klettern und das wäre echt malerisch. Ein stabiles Regal. Perfekt. Und nun anschalten. Wow, das ist wie ein echter Brunnen, nur zum Trinken. Oh, sie wird das so feiern. Fehlen nur noch ein paar Dekorationen. So weich. Nur falls jemand vergisst, dass es ein Trinkbrunnen ist. Super frisch. Ah, wer ist da? Wir kriegen keinen Besuch. Hi, Katzenfutterlieferung. Wir haben keine Katze. Das ist für mich. Vielleicht ist es für diese Katze. Tut mir leid, wir brauchen kein Katzenfutter. Tschüss. Aber Sie haben es bestellt. Tschüss. Grace, Katzenfutter, ernsthaft? Oh, ich hoffe, er ist noch da. Warten Sie. So, Zeit, ein Kratzspielzeug zu bauen. Ein Rohr auf Holzbasis. Puh, das ist echt schwer, aber Quinny wird es lieben. Ich mache ihr das beste Spielzeug aller Zeiten. Das Seil um die Röhre wickeln. We're never gonna stop doing round and round. Schön fest rumwickeln, dann anmalen und eine Glocke dranhängen. Genau so. Okay, bereit. Oh, so süß und lustig. Quinny wird das feiern. Sorry, Dad. Ja, so ein interessantes Buch. Oh. Ich mach dir ein Bett, Quinny. Diese Strumpfhosen passen und sind auch dehnbar. Einmal hier abschneiden, bitte. Ich schätze mal, das sollte Quinny aushalten. 4 Teile und nun das Kissen drauflegen. Die Strumpfhose zusammenbinden. Und die perfekte Hängematte. Bereit zum Dehnen. Aufhängen. Aha. Upp, ein neuer Freund für Quinny. Das ist so bequem. Was stinkt hier so? Das stinkt total. Du brauchst einen Kühlschrank. Zum Glück habe ich den hier. Ein Mini-Kühlschrank. Der war für Partys, Getränke und Snacks. Die Beleuchtung ist echt super. Aber das Futter braucht ihn noch mehr. Auf jeden Fall kommt ihr hier rein. Und Pflanzen auch. Wie eine kleine Küche halt einfach. Oh, ich bin so gut da drin. Oh, Quinny, komm her und verwöhn mich. Ich mach dir einen kleinen Fernseher. Oh, ich habe eine tolle Idee. Hier, ich baue dir einfach einen kleinen Fernseher hin. Und zwar aus Pappe. Pinker Pappe. Ich brauche einen Rahmen für das iPad. Natürlich dürfen die Aufkleber nicht fehlen. Siehst du?
zusammensetzen und fertig. Und nun können wir Filmnächte zusammen machen. Das hier kann das Wohnzimmer werden. Und nun der hier. Yay, dein neues puscheliges Spielzeug. Das ist super für ein Fernsehzimmer. Und der letzte Aufkleber. Klasse. So ein gutes Sofa. So, mal sehen, ob die Katzenstreu funktioniert. Also, die Flüssigkeit wird fest. Und mit einer Plastikschaufel? Nein. Mit diesem speziellen Gadget holen wir die Klumpen einfach wieder raus. Schütteln, schütteln, schütteln und ab damit in den Müllbeutel. Oh, das ist der schlimmste Teil. Den Beutel rausnehmen und wegwerfen. Ich liebe dich wirklich, Courtney. Zum Glück gibt es ein Gadget wie dieses hier. Fertig. Machen wir weiter. Oh, so viele Süßigkeiten. Voll lecker. Ein Glas? Oh, damit kann ich was basteln. Die Süßigkeiten müssen warten. Dafür brauche ich etwas Wasser. Das wird bestimmt super aussehen. Aquarien sind was richtig Tolles. Dekorative Steinchen. Ein Muss in jedem Aquarium. Und ein paar Kunstpflanzen. Sehr, sehr schick. Und diese kleinen hier natürlich. Sind nur Spielzeuge. Yay! Und rein mit euch. Nein! Wow, ich hab's geschafft, Quinny. Wenigstens ist es schön dekoriert. Wofür benutze ich die denn? Ah, ich weiß, ein Kuschelpool für sie. Hier ist perfekt. Ah, und nun kommen hier bunte Flauschbälle hinein. Super, das ist echt so süß. Mehr Spielzeuge für dich. Diese Avocado-Rolle wirst du bestimmt richtig doll mögen. Ich hänge sie mal ins Spielzimmer hinein. Und natürlich darf ein tolles Bild auch nicht fehlen. Hier auf das oberste Regal, meine Süße. Und eine Disco-Kugel für unsere Partys. Quenny, Quenny. Zeit für Party. Eine Disco-Zimmertour, yay! Ein Trinkwasserbrunnen. Eine gemütliche kleine Schaukel. Eine Küche mit Pflanzen. Das beste Katzenfernsehzimmer aller Zeiten. Ein ultramodernes, buntes Spielzimmer. Wow, und ich habe noch mehr! Dieser Kratzball, den ich bestellt habe, er hat sogar eine Holzbasis. Eine Kratzrolle für die beste Katze. Außerdem habe ich noch dieses moderne Spielzeug für dich. Anschalten. Und genießen. Oh, auf dem Boden wackelt es hin und her. Du wirst stundenlang Spaß damit haben. Oh. Wofür ist das denn? Aha, sie funktioniert irgendwie nicht. Los geht's, schnell, schnell. Au. Böses Mädchen. Aha. Au. Au, was? Oh, hi. Hä? Oh, das ist ein Roboterspielzeug. Zeit zum Spielen. Ha, ha, ha. Oh, oh, ihr wird schwindelig. Okay, genug. Das letzte Spielzeug. Es ist schwer. Nicht wirklich modern. Wow. Das ist ja erweiterbar. Wow. Man kann jede Form daraus machen. Aber ein Kreis ist die richtige Form. Und nun kann der kleine Ball rollen. Und es lässt sich trotzdem noch auseinanderziehen. Es macht so viel Spaß. Ist aber für Katzen, nicht für Kinder. Oh, du hast geschlafen. Oh, mein Zimmer ist fertig. Ja, das ist für dich. Dieses Schloss ist für mich. Wow, du bist darin wirklich sehr, sehr gut. Eine Hängematte? Cool. Oh, ich will weinen. Nicht mal Hello Kitty hat so einen Tunnel. Oh, was ist denn dieses lila glitzernde Ding? Ich könnte den ganzen Tag danach schlagen. Ein Ball in Pappe? Genial! Oh, wo ist der hin? Du lieber Hund, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Meine eigene Kuschelschüssel. Du hast wirklich an alles gedacht. Jetzt das andere Zimmer. Oh, ich liebe dich, du süßes Fernsehzimmerspielzeug. Und wenn ich Durst habe, habe ich einen Brunnen. Wirklich, Grace, das ist ein tolles Fernsehzimmer geworden. Was? Frisches Katzenfutter? Wow, das ist himmlisch. Fische sind komisch, aber niemand ist perfekt. Oh, was ist das? Sag mal, lebst du? Okay, ab in den Tunnel. Hat man irgendwo Privatsphäre? So gemütlich, wirklich. Oh, es gefällt ihr wirklich so sehr. Grace, was ist das?
hab's gebaut. Lass mich mal sehen. Bitte nicht schreien. Das ist super. Hä? Ein Schmetterling. Was ist da drin? Nein. Hä? Was? Was? Privatsphäre, bitte. Oh nein. Sie ist so süß. Wirklich? Ich brauche meine Medizin. Oh. Yay. Oh.